Willkommen zurück zu Witcher 3. Ein wenig verspätet, weil endlich wollte ich schon... um es kurz zu sagen, ich habe mich verplant total. Ich dachte, ich hätte einen Tag frei und ich hatte keinen Tag frei und dann konnte ich nicht aufnehmen. Und dann war ich zu platt, um weitere Aufnahmen zu machen. Und jetzt sind wir hier. So, wunderprächtig, wie immer sei. Das war total... Ich sage so eine Ansage immer sehr ungern, weil die haben halt in spätestens 3 Tagen haben die keinerlei Resonanz mehr. Aber damals, als ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich 2 Tage davor keine Folgen aufgenommen, beziehungsweise nicht veröffentlicht, weil ich, nicht das war. Dass ich einfach zu platt war und ich nicht der Meinung war, ich muss ja nicht mal mit raus und ich hatte keine Lust, sondern ich kann einfach sagen, ich habe mich einfach nicht in der Lage gefühlt, die ausreichende Qualität, die meinen eigenen Ansprüchen genügt, zu veröffentlichen oder zu liefern, wie auch immer. So, warte mal, ich wollte noch kurz, ich wollte hier noch was, wie, und was wollte ich hier noch von nehmen, oder? Das auf jeden Fall nicht. Intensität, Ausdauer, Schaden zurückwerfen. 2 Gegner gleichzeitig. Intensität ist auch doof, umwerfen. Verbrennung zu bewirken. Ja, zurückwerfen. Nö. Was hiervon war doch noch irgendwie nützlich. Wenn mich denn nur. Ach, die Chance auf Niederschlag verringert sich. Das ist natürlich doof. Ich möchte ja nicht eine hohe Niederschlagschance haben. Ich könnte maximal die Reichweite. Das Problem ist, dass ich halt Art nie benutze. Ne? Vor allem, das ist nur so ein Dreier-Ding. Da kann ich nichts gegen versinken. Ach komm, machen wir einfach Pyromanik. Ich benutze Dingsbums sowieso. Ich nie sowieso den ganzen Tag. Da können wir hier. Nee, warte, wo komme ich die Ball? Nicht. Genau. So. Jetzt haben wir noch mehr Magie-Intus. Wunderprächtig. Müssen wir wieder rasten? Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr. Und ich versuche, ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Ah ja. Hütte am See. Ah, die sieht in der Tat ein wenig isolat aus. Die kommen anscheinend nicht so oft Leute vorbei. Eigentlich ist der Hexerorden einfach zu klein. Also das ist, um das vernünftig aufzuhalten. Verdammt! Ja. Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Aha, jetzt müssen wir noch das Boot finden. Wie groß ist denn der komische See? Können wir da nicht einfach rüber? Wie groß ist denn überhaupt das ganze Kamorrengebiet? Das kann doch eigentlich nicht so groß sein, das ist doch eigentlich nur so ein kleiner Neben... Oh, ja. Ja, riesig ist es nicht und viele Fragezeichen haben wir ja auch nicht, aber... Hätten sie doch auch noch ein paar Gebäude. Ich denke mal nicht, dass wir hier allzu viel Dorfbevölkerung finden werden, wenn es so ankommt. Ich glaube, das ist hier eher so ein Sondergebiet. Also hier kann man zwar wahrscheinlich nochmal zurückreisen bei Gelegenheit, aber so 41 ist das, glaube ich, nicht so das riesen Story-geführte Gebiet, von der Hauptstory mal abgesehen. Ich muss mal noch ein bisschen darauf achten, welches Level die Hauptstory erreicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das sieht irgendwie so aus, wie irgendwelches Zeug, das Silberschwerter brauchen wird. Oh. Was sagt ihr? Achso. Aua! Lass das! Aua! Also die machen die ja auch gar kein Damage, so viel wie ich gerade hauen können. Ich glaube, benutzt doch trotzdem mal irgendwie, ich könnte mich auch erstmal hoch einfinden, gerade so auf und ein. Oh, komm her, halt mich an. Na, richtig! Wie sehen die unfreundlich aus als die normalen Unfreundlichen? Nee, damals geht das nicht. So geht das vor allem gar nicht. Und so wollte ich das eigentlich auch nicht machen. Ich wollte mich doch heilen. Ach, Lammer zaubert auch. Das ist ja schön. Ich dachte, ich bin der Einzige, der hier die meine Intermission aber die Bühne zu. Ich komm auch weiter zu. Ja, das sieht gut aus. Das ist krass, dass ich einfach nicht mein Schild durchkomme. Aua! Du machst alles wieder zunichte! Was wir gerade erreicht haben. Aua! Na komm! Ah, du machst das sehr gut, ja? Lass uns von Onkel Lambert kaputt hauen. Hallo! Halt! Also, wie funktioniert das? Ich würde mich hochheilen lassen, nicht so viel, wie ich mir das vorstelle. Naja. Ein Wasserwald. Das hat uns gerade noch gefehlt. Echt? Ich finde die ja nervig. Glaub ich, dass sie uns gefehlt haben. Hey, komm mit.
Meine Sumpftrolle. Level 20. Ha! Flawless Victory. Also gut. Der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Tja. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Das klingt irgendwie so nach Grundsatzfrage. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Och, nö. Nee. Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Och, Manno. Können wir darüber diskutieren, über das es wird nicht diskutiert? Ich finde, das ist diskutabel. Man kann über alles diskutieren, habe ich mir neulich sagen lassen. Ich bin neulich irgendwie... Was soll ich sagen? Ich war nicht direkt im Diplomatie-Club, sondern bin noch nicht an einem vorbeigegangen. Ist mir bloß passiert, dass ich in der Nähe eines kam ist und durch Zufall mit den Menschen interagiert habe. Schwimmen. Hüfthohes Wasser ist der größte Mist. Also, jetzt muss ich hier wahrscheinlich noch eventuelle Flugviecher abwehren oder was? Muss ich jetzt irgendwo hier drücken? Kann ich ihn noch beiseite drücken? Wo sitzen wir jetzt beide da? Lambert. Wo sitzen wir jetzt einfach noch vorne oder was ist der Plan? Achso, wir sitzen uns da, wo Yennefer sich damals hingesetzt hat. Vor allem, ich sehe hier übrigens gar nichts. Ah, gut, dass Lambert der Meinung ist, er sieht was. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ein Boot selber bauen ist eigentlich eine ganz schöne Leistung. Also gerade hier, das ist also diese Rundung, das ist vor allem das Wasser dicht zu kriegen und alles. Das ist alles gar nicht so einfach. Steht hier wirklich Wasser bis zu den Hüften? Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Geralt stichelt aber mit auch immer. Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Vor allen Dingen, er frisst das so einfach, das ist... Der Lambert sieht immer wieder einer sehr fragilen Persönlichkeit aus, die man irgendwie... So ein explosierendes Pulverfass ist der Typ nur irgendwie so ein bisschen. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, der aus dem Wind das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Weiß ich, das sieht irgendwie so... Jetzt kommt mir vor, wie jemand, der irgendwann mal komplett ausflippt. Fast da, ja. Ja. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Was? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Wächst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Das klingt aber auch wie künstlich. Wir tun, was du willst. Wir gucken mal lieber. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Klingt aber wie eine Falle. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Ich frage mich, was das für Konsequenzen haben würde. Im Prinzip haben wir ja Zeit am Ende, nicht wahr? Oder haben wir nicht? Oder haben wir doch? Also Kinder sind ja unwahrscheinlich, weil das ist Kinder alleine bis hierher zu kommen, das ist ja doch ganz schön der Wildnis hier, oder? Ich habe nur das Gefühl, dass mit leicht Dings da zur Verhülle geht, oder? Das ist wirklich ein kleiner Junge. Okay. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Nein, Hilfe!
gut. Na schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Ach so. Neblinge? Ja, vor allem, wie ruhig Geralt einfach da bleiben kann. Dass hier einfach mal so erwähnt wird, dass hier... Naja, hier sind so ein paar Neblinge da. Da kann man wohl nichts machen. Ach, vor allem, dass eigentlich nahe der Hexerschule noch so viel Zeug rumrennt. Andererseits, da bezahlt natürlich keiner viel Spaß. Ach, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als ich meinen ersten Niebling erlegt habe. Ich habe gleich zwei. Kein Wunder, dass es so niedlich ist. Oh, nur drei? Ja, ich glaube. Renn ich alle ab! Jetzt immer noch schlimm, dass ich die Neblinge nicht treffen kann, wenn sie drin nebeln. Aua! Aua! Hallo! Hallo! Eine Illusion! Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar! Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Ja. Rittersporn sollte besser über Lambert den klugscheißenden Hexer singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Also wie kleine Jungen schicken die denn die los? Der war ja doch ein ganz schön dolle Junge. Also ich dachte eigentlich, dass wenn die Jungen zu der Prüfung schicken, nach der Ausbildung, dass sie da vielleicht ein bisschen älter sind und vielleicht schon mal ein bisschen schlagbereit wird. Der Typ, der sah jetzt ja wirklich nicht so... Na, sagen wir mal, fit aus für so einen Kampf, also. Da hat man ja irgendwie doch mal ein bisschen fähiges Personal erwartet, oder? Ich weiß nicht, das sah nicht so aus, als wäre er schon in der Kunst des Schwerkampfs besonders gut ausgebildet worden. Das ist ja doch schon erschreckend, also die Methoden der Hexer. Die ganze Hexergeschichte ist ja sowieso an sich, das ist die Art der Ausbildung und das ist der Aussortierung. Aber es passt halt irgendwie sehr zu der grausamen Welt, ne? Das ist, man hat halt keine rücksichtlichen Verluste. Ein Schluck Katze. Es geht doch super ohne Katze, vor allem, was macht denn der Zwergenschnaps hier drin? Da gab es jetzt natürlich Schmuggler. Katze leider gerade noch nicht auf der Kurzfassung. Würde ich jetzt eigentlich getrunken. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst! 1, 2, 3. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Liegt eventuell in der schweren Rüstung, die ich mir herumtrage. Aber das ist ja völlig unrelevant. Was ist denn das hier? Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was, hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Ja, vor allen Dingen Speerspitze, was soll das für ein Vieh sein? Das ist. Meine, was kann das sein, was wir nicht tot kriegen? Das ist. Meine, wir haben einen verdammten Eisriesen, der haben die ganze Insel entvölkert, hat neulich alleine platt gemacht. Und das ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Aha. Kann sein, dass ich irgendwie gerade böse abkürze, weil da unten hätte man ja. Nee, ich hab nicht abgekürzt, ich hab einen unendlichen Weg gemacht. Also ich hätte einfach die Wand da durchhauen können. Naja, dann wir wieder hoch. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Was ist Speerspitze? Kriegen wir das einfach tot? Na komm, wir hauen uns einfach um. Was auch immer es ist. Das ist tatsächlich toll. Viel zum Überraschen. Das ist schon wieder ein Eisriese.
Ja, das Ding ist halt, die Viecher brennen super. Das haben wir schon am Eisriesen. Hast mich vermisst, Hurensohn? Psst. Naja. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Na, vorher ein bisschen Geschichte. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Ob hier die Geister von toter Hexer umherrschen? Aber warte mal hier, das ist, wir können hier schon was tun. Wir können hier nämlich mal ein bisschen looten. Gut. Durchdrungene Scherbe? Scherben? Ich kann mich sogar erinnern, dass wir neulich mal ein Scherbenschwert gefunden haben, oder? Und hier wohnt das komische Vieh? 7 Floren, wow. Wer hatten die Kinder nicht bei? Nochmal 6 Floren. Naja, ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber naja. Naja. Man muss mitnehmen, was man kriegen kann. Ja gut. An dem Vieh hätte man also einfach vorbeischleichen können. So, naja, gut. Das ist irgendwie, weiß ich, warum Riesen so unsagbar Feuer anfängt. Sind nicht mal Wölfe oder weitere Viecher brennen so ab wie die Viecher, aber die sind im Nahkampf sind die halbwegs anstrengend, weil die halt relativ starkkräftig sind und die haben ja so eine komische Schlachtkombo, wo man wegrennen muss, wo mehrfach. Aber so wie die Viecher halt sind, sind die mega einfach zu besiegen, wenn man einfach nur einmal Igni drauf legt, dann brennen die ab. Schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Wesemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Der war super. Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Ich habe Leute getötet? Was war das denn? Ich töte Monster irgendwie. Wie meint er denn damit? Magie. Ein Ort der Macht. Das kommt ja günstig. Na komm, Geralt, einmal kurz. Können wir gleich wieder leveln. Ich habe meine Theorie ist ja immer, dass es für jedes Gebiet jeweils alle Steine einmal gibt. In wie auch immer, das komische Kirchgarten. Och man, lass mich in Ruhe, Tutorial. In diesen lustigen Kirchgartenort, da gab es ja auch irgendwie für jedes Element ein. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur was das Tutorial-Gebiet war. Das ist also, nochmal. Da wird die schon 40 verbrennt. Alter, das ist. Ich dachte, das ist erhöht am Anfang, also, fängt steil an und danach erhöht es so um 10 oder vielleicht 5% sogar nur. Also ganz so langsam, aber das ist. So, jetzt bringt es die nächste Schuhe über auf 60? Denn das Jahr habe ich aber als Verbrennungsschuhe so 100%. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Möchte er mit uns reden? Oder der Verstärkung? Hexer soll nicht gehen weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Kann er auch bleiben. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind ein Sagen, aber zwei tun. Ist ja Philosoph. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Also müssen wir hier auf einmal laufen, das ist ja ärgerlich. Da kommen die einfach runtergesprungen. Da kommt jetzt die große Indie-Falle hier raus. So, scheinbar nicht, aber hat Lambert auch geschafft? Ja. Okay. Ja, die kommen uns wahrscheinlich gleich oben entgegen, oder? Nehme ich mal stark an. Ist aber schön. Hat Lambert? 3 Stück gleich. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen.
Trolls nicht gehen zur Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Ich versuch's nochmal. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexessen nicht hauen zurück. Nur Brabbel-Brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexessen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen Schafprügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Inakzeptabel. Nein. Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Kopf. Ach komm, ja, brennt. Sehr praktisch, was ich da kann, dass ich da einfach... Ich glaube, ich bin zu weich. Aua, nicht blocken. Blocken ist gut. Aua! Ich brauche zu blocken. Conny, wie ich jetzt zwei mache und dann mehr Challenge noch sehen. Der hat wahrscheinlich nicht so viel Magie gelevelt wie ich. Ja, der verbringt ja Zeit mit Blocken. Kein Wunder, dass es bei ihm nichts wird. Ah ja. Vor allem hat er jetzt leider recht, dass das Labern gar nichts gebracht hat. Aber ich fand das trotzdem unverhandelbar. Also Schwerter abgeben? Nee. Auch wenn man bei Trollen nicht unbedingt mit Finesse rechnen muss, oder? Na egal, wir sind tot. Noch Kommentare dazu? Nö. Wo zählt noch? Nach hier ist die Trollhöhle oder wo kommen wir da hin? Wir sind jetzt ja schon ganz. Ja, wir sind jetzt schon ganz im Norden, oder? Was steht da? Eingang Höhle zu einer. Das steht nicht weiter da. Was ist das hier denn? Ist das jetzt der Trollbauten? Aha. Hier ist ja lecker. Warte, ich möchte hier hinten nochmal erkunden. Okay, hier haben wir eine große Kessel. Ja gut, Trolle essen ja gerne Menschenfleisch, aber das geht ja gerade nicht. Henkerstiefel, naja, toll. Hat sich auch gelohnt. Können wir noch hier Dings an den Top anmachen. Was machen Trolle den ganzen Tag? Obwohl, die existieren wahrscheinlich einfach nur so. Ah, na gut, wie man sagt, das obere des Bergs können wir auch im nächsten Folge steigen. Wenn es wieder ist, Witcher 3 White Hunt. Die kommt wahrscheinlich bald auch wieder zum Tragen. Ja, dann sind wir es dran. Achso, neben den DLC, das ist, ich weiß, das ist jetzt scheinbar draußen, aber ich habe das natürlich noch nicht gespielt. Wann denn auch? Wenn das Hauptspiel fertig ist. Tschüss!